So Leute, sorry für den längeren Einstieg. Ich beginne jetzt mal den Tag ein bisschen mit Crash Bandicoot. Und später wird sich dann zeigen, was ich zocke. Ob es heute Factorio wird, werden wir tatsächlich erst später sehen, weil ich heute auch nicht so lang Zeit habe und für das Spiel möchte ich mir eigentlich gerne mehr Zeit nehmen. Mal schauen. Das, oh. okay. Moment. Ich glaube, ich muss jetzt wieder reinkommen. Geht ja noch relativ, ups, relativ easy, wollte ich sagen. Im Prinzip werden ja jetzt nur die Mechaniken vereint, die ich vorhin schon gelernt habe. Allerdings, wenn ich längere Zeit Pause mache von dem Spiel, dann ja, kommt genau sowas dabei raus. Na, ja. Springen, ducken, hin und her, das. Meine Reaktion ist halt auch nicht mehr das, was sie mal war. Obwohl ich genau weiß, dass es halt noch einer der einfacheren Bosse ist, weil es halt der erste ist. Anders zur Sache. Das ist halt, wenn ich mich bewege und mich duck, dann kommt ein Slide dabei raus und der befördert mich halt ins Aus. Ah, shit. Ich möchte mal gar nicht ausmalen, wenn ich diesen Checkpoint-Modus nicht nutzen würde, also den modernen, wie es dann vorangehen wird. Genau dieselbe Stelle wie vorhin.
war ziemlich knapp gerade mit dem Ducken. Ah, na, okay. Es ist auch interessant, dass da sich der Gegner auf nicht dreimal beschränkt, sondern auf viermal. Wow. Also diese bewährte Formel mit triff ihn dreimal kommt da nicht zum Tragen. Also. Ah, gierig. Naja. Hat funktioniert. Ist nicht daneben springen. Na komm. Oh. Ich. Fuck. Normalerweise ist Ducken und Hochspringen ein höherer Sprung. Warum das mich jetzt einmal nicht höher befördert hat, ist mir gerade nicht wirklich klar. So, wo ist denn dieser Schlawiner da? Ah. Da drüben rennt einer rum, aber. Bleib mal da. Okay, nein, ich gehe doch rüber. Jetzt bin ich gespannt. Wow, das war unnötig knapp. Ah, da habe ich einen Käse gebaut. Da habe ich einen Schaßbord gehabt. Hat irgendwie so einen Anschein gehabt, weil manchmal gibt es ja wirklich Level, die in die Richtung auch gehen. Dass es dort weitergeht, das wollte ich nur gleich mal vorab checken. Ah, Mist, da war ja so eine Kiste, die nach oben zeigt. Wobei, ich weiß gar nicht, ob da oben was war. Wo? Oh. Na. Aha. Das ist schon her. Ich habe auf das Feedback irgendwie gar nicht gescheit geachtet und mir dachte, den habe ich einfach nicht gescheit getroffen. Aber den kann man ja gar nicht killen.
Da. Wow, das war knapp. Ah, da war ja doch eine Kiste oben. Ah. Gott sei Dank ist die Hitbox von dem nicht so groß. Scheiße. Oh. Es ist tatsächlich mal angenehmer. Jetzt haben wir's. So, und jetzt hau ich den Typen halt nicht. Den kann man tatsächlich nicht hauen. Ich weiß nicht, ob ich hier oben drauf springen kann. Das will ich aber gerade nicht nochmal probieren, wenn ich keinen Checkpoint habe. Oh. Na gut. Dann probieren wir's. Ah, okay. Da habe ich gerade links dieses Seil. Na, das ist nur Deko. Hua, hua. Ah, oh, sliden, warte mal. Ich weiß nicht mehr, wie die Steuerung war. Irgendwie runter, dann kann man irgendwie hoch. Ach so, okay. Oh! Das habe ich nicht gesehen. Ah. Jo. Ich habe jetzt wieder schauen wollen, wie ich runterkomme. Das war zuerst irgendwie fast Zufall. Aber ich glaube, mit B kommt man runter. Na. Oh ja, doch. Wirbel, Wirbel, Sprung, nach rechts, nach links, Wirbel, nach rechts, nach links, Wirbel, runter, hoch. Da habe ich links. Oh, shit. Nach unten, Wirbel, nach oben, Wirbel. Achso, na, nach unten schwenken. Ja, oh, schwenken, ja. Na.
Wie kommt man da rüber? Oh. Sliden? Oh. Das war nicht sliden. Also B ist runter, wirbeln, links, rechts, da kommt schon einiges zusammen. Ah shit, da unten habe ich eine Kiste. Und schon wieder. Kann ich da rüberspringen? Na. Holy moly. Aber ich habe eh jede Menge Kisten übersehen. Oder nicht übersehen, einfach nicht gekriegt. Was ist da oben? Nix. Manchmal sind die Level-Designs auch entsprechend gut, dass wenn da irgendwo Abzweigungen sind, ich die gar nicht sehe. Es gibt zwei Wege. Oh oh. Oh! Ich habe mir gedacht, wenn einer Holz ist und der andere Eisen, dass der Eisen stehen bleibt. Da links. Kisten, oder? Aber ich glaube, na, es dürfte nur Deko sein. Ja, stimmt. Manchmal hat es ja bei Crash wirklich zwei Seiten gegeben. Oh. Wow. Wow. Okay. Ist mein Plan B weg. Das war irgendwie lucky. Wow. Oh, wow, so lucky. Scheiße, und genau da springe ich jetzt daneben. Oh, ich könnte auszucken. Komm her. Ich glaube, auf der rechten Seite ist es plattformtechnisch besser, wenn ich zuerst rechts gehe und dann links zurück. Weil rechts ist irgendwie mehr Plattforming.
Okay. Oh, scheiße, jetzt steht der da. Den habe ich ja voll nicht gesehen. Ach so. Warte, den hol ich mir mal fix. Gott sei Dank. Komm her, du Schwabbelbacke. Ah, ich krieg die Krise. Komm her. So. Und hüpf und hüpf. Beeilt euch! Okay. So. Ah, die gehen beide runter. Also gehen wir zuerst dahin. Wow, ich habe übrigens jetzt auch den Follow-Modus ausgeschalten. Das wollte ich eigentlich ganz zu Beginn noch sagen, weil ich habe gestern den Tipp bekommen und ich nehme durchaus das Feedback von der Community ernst, dass das irgendwie so ein bisschen erzwungener Follow-Modus ist, was ich auch verstehe. Ich mag es eigentlich sogar selber nicht. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach auch so einfach so im Chat mitwirken, ohne followen zu müssen. Aber na. So, jetzt glaube ich. Ich bin so. Ich könnte meinen Arsch treten. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Komm her. Habe ich durch die ganze Tode so diesen Wubbler-Dings da bekommen? Fast schon peinlich, aber. Na! Ich glaube, da kommen eh keine Kisten mehr. Ja, okay. War unnötig. Aber jetzt weiß ich es wenigstens. Endlich Progress. Let me see. Also da mal nach unten. Mist. Aber okay. Ich glaube von da nach rechts. Oh. Ah, ich bin blöd. Ja, klar, die Kiste geht ja kaputt. Die Kiste geht ja kaputt. Okay, das war besser. Das war besser. Eindeutig. Die kriege ich dann nachher. TNT da oben. Naja, warte mal, kriege ich den nachher? Na, es explodiert nur das Nitro und den nimmt nur die Goldene mit, aber das TNT wird stehen bleiben.
aktuell keine Ahnung, wie ich das anders hätte lösen können. So, das war auf jeden Fall... Ah, shit. ja, so nicht. Aber am Anfang habe ich... Wie soll ich das am Anfang machen? Ah, oh ja, ich weiß schon. Na, so nicht. Also das ist jetzt ein bisschen tricky. Wenn ich am Anfang alle Kisten kriegen möchte und die, was unterm Nitro sind, diesen Apfel, ich muss springen und drehen. Das wäre jetzt meine momentane Taktik. Aber vielleicht auch erst auf der unteren Kiste. Tja. Vielleicht mache ich es auch einfach, dass ich nicht alle Kisten habe. Ich habe andere Level auch schon, wo ich nicht alle Kisten habe. Die rutscht nur runter. So, die würde explodieren am Ende. Die auch. Hoffe ich zumindest. Nein, die explodiert. Ach so, okay, na, muss ich jetzt wieder zurück. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Na sicher. Okay, aber die sind mit explodiert. Alles klar. Oh. Wow. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, ob es alle Kisten waren. Aber es ist eh wurscht. Ich habe vorher eh schon ein paar mit dem Sliden verloren. Ich habe mittlerweile die Markierung unten beim Crash und trotzdem springe ich noch daneben. Also diesen Kreis, der mir anzeigt, wo ich lande. Da links gibt es einen Weg. Geh mal weg. Okay. Komm, komm, komm. Wie kann man so daneben springen? Aber wenigstens geht's jetzt schnell. Weißt du was? Ich mache das so, ich mache Abkürzung. Easy. Da kommen. Na, da kommen nur die Kisten, wenn ich glaube ich alle Diamanten habe. Beziehungsweise wenn ich das aktiviere. So. Jetzt müssten die meiner Meinung nach da sein. Ja. Da kann man ja sicher so schräg rüber. Ah, nicht. Noch nicht. Gehen wir da nach rechts. Da müsste ich, glaube ich, auch rüberkommen. Aber das will ich jetzt kurz vor dem Ende nicht riskieren.
von wegen kurz vorm Ende. Da ist nix. Ah, ja. Ja, 13. Das war vor allem die Bahn, wo ich geslidert habe. Oder so. Dahingeschlittert bin. Ja, 17 von 3 Toten. Aber wenn ich dann später irgendwann mal die schwereren Level mache, dann glaube ich, werde ich mit denen relativ einfach fertig. Behaupte ich mal. Okay. Neuer Charakter oder wie? Achso, die werfen ja gar nichts. Was bringt mir das? Das ist halt wieder Wirbel. Aha. Kann da nichts sliden? Oh Gott, neue Mechaniken. Damit muss ich erstmal warm werden. Doppelsprung hat der auch. Oder sie eigentlich? Hakenschuss. Aha. Easy. Brauche ich nicht mal direkt mehr. Also brauche ich nicht mal mehr direkten Kontakt zum Gegner. Okay. Wieso kann ich dann die nicht anpeilen? Achso, kann ich sogar. Links ist nix, rechts geht weiter. Also gerade war ich noch irgendwie eher abgetan, also abgeturnt davon, aber die neue Mechanik finde ich gar nicht so schlecht. Wandsprung, das schau her. Und was ist da oben? Außer nix. Es eröffnen sich komplett neue Wege. Versteckt ist lustig, ja. Aha. Das ist dem wurscht. Wow. Ah, nicht so. Vor allem. Ich weiß jetzt nicht, ob sich links was Neues eröffnet hat. Ich sehe nicht, wo es weitergeht. Ah ja. Achso, dem ist das ja wurscht. Da oben? Ah, ist nix.
Da im Hintergrund war eine Kiste. Was geht da ab? Eigentlich habe ich die Schatzkiste links gemeint. Na komm her. Shit. Das habe ich beim ersten Mal besser gelöst. Das habe ich auch beim ersten Mal besser gelöst. Eigentlich kann ich den Gegner, glaube ich, sogar umgehen. Ah, geh weg. Achso, da im Hintergrund habe ich mir gedacht, die Schatzkiste, dass ich da hinkomme. Aber ich glaube, das ist nur Deko. Nice. Und da wäre der Checkpoint gewesen und ich habe mich blöd gespielt, ne, super. Oh! Fuck. Okay, da hinten ist die Kiste. Kann man das nutzen dann? Finde ich richtig nett, das Level-Design. Muss ich schon sagen. Aber dass man die nicht killen kann, finde ich ein bisschen schade. Na geh. Ach so, es sind sogar zwei Haie gewesen. Das mit dem Wandsprung ist ein bisschen random. Also da machen sie das gerade so, wie es ihnen gefällt von der Höhe, wie die man erreicht. Was ist da vielleicht? Nix. Fup, fup, fup. Würde ich zuerst... Ah, okay. Mhm. Aha. Ach so. Habe ich glaube ich hier vorher mal gemacht. Da ist ein Seil. Oje. Jede zweite Kiste sollte ich jetzt nur nehmen. Wow. Holy shit.
Ah, das ist wieder so Sliding Part. Oh. Augen aufs Ziel. Oh Gott. Fuck. Eine Kiste? Wo hätte ich eine Kiste verloren? Ah, vergessen. Shit. Da habe ich, glaube ich, alle Kisten eingesammelt gehabt. Keine Ahnung, wo da vielleicht noch eine zusätzliche Kiste gewesen wäre. Die da oben sehe ich. Wow. Es fehlt eine Kiste. Eine fucking Kiste. Shit. Es ist echt nicht schlecht mit diesen Fangen und so. Das lockert das Crash Bandicoot angestaubte Spielverhalten etwas auf. Aha. Also ich spiele Spiele Zeit schon, um zu sehen, wie Crash und Code. Ah, Coco Kreuz. Gut. Dann schaue ich mich mal da vorne um. Gut, ist zwar nur für Skins, aber just for fun, schau ich mir mal an. Oh, Fernfahrt, das wird so sliding sein, oder? Okay, ist toll hier. Eins, zwei, drei. Da ist eine Kiste. Richtig nice, dass man den so wegsnacken kann. So, da kann ich geradeaus. Das ist. Ich muss schauen. Ah, shit. Au, da habe ich was gesehen. Aber da würde ich, glaube ich, nachher eh hinkommen. Dieser goldene Apfel da. Ah, das ist blöd. Ja, das war, aber ich habe eine Idee, also besser gesagt, einfach nur den Gegner nicht da hinschießen. Ah, ich muss ich, bevor ich am TNT land da?
Ja. Da ist ja nichts mehr. Da oben. Puh. Mit dem Seilschwung vielleicht? Ja. Wie komme ich denn da? Ah, die habe ich schon verpasst, die Chance jetzt. Mist. Na. Wieso? Aber gut, jetzt kann ich das nochmal probieren. Na, was ist mit dir? Na Quatsch, da kann ich eh nochmal rauf. So, da würde ich das genau so machen. Ich erwische sie nur, wenn es springt, die Kiste. La, wa. Das war gerade Glück. Da ist ein Diamant. Links ist noch eine Kiste. Warte, das ist ein Checkpoint. Wie zur Hölle? Hä? Hätte ich die vorher schon holen müssen oder was? Entweder kriegt man die gar nicht. Probieren wir mal mit normalen Sprung. Aha. Ist ja fies, dass eine Kiste dort hängt. Oh! Ja, stellt euch darauf ein, dass das ein bisschen dauert. Wie habe ich denn das gerade eben gemacht? So, da kommt das Feuer. Wow, krasse Kettensäge. Aha. Ah. Hä? Aber dass die redet hat, hätte eigentlich nicht sein müssen, finde ich. Crash redet ja auch nicht.
Hä? Na? Die müssten, glaube ich, gleich kommen. Oh. Ja. Easy. Oh, das Unheilmobil, ich sehe es, ja. Gibt es jetzt kein Checkpoint mehr davor? Ah, fuck. Jetzt werde ich sicher wieder ein paar Kisten vergessen. Wobei der nimmt da, glaube ich, alle Kisten mit, die ich sonst nicht einsammle. Mist. Oh. Hä? Shit. Mist. Aber ich habe eher eine Rampe auslassen. Na geh. Es ist aber auch irgendwie sehr reaktionslastig, also. Halleluja. Doch ein paar. 7. Samposa. Oh oh. Ach so. War da nicht noch was? Ja, scheinbar habe ich hier irgendwo ein Band nicht gefunden.
Ah. Oh. Der wirft einfach mit Messern. Jetzt hat deine Mama nicht gesagt, dass du mit Messern spielen sollst. Was zur Hölle? Ja, hol die Kiste. Stylepunkte. Gut, das Band ist scheinbar erst da. Dann habe ich ja vorher gar nichts versäumt. Das TNT. Ich würde das mal so machen. Eine meiner leichtesten Übungen. Sogar mal alle Kisten hier. Aber ich bin gespannt, wie schwer das Band diesmal werden wird. Ah, das... ja. War unnötig gerade. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ah. Warte mal, das Band. Das Band sag ich. Das Floß kommt ja eh immer wieder. War. Shit. Penner. Ja. Ich muss einen Bauchklatscher machen.
Ah, shit. Also ist das Zeug wieder. Die grünen Edelsteine. Ah ja, stimmt, es hat ja auch immer mehrere Sorten Edelsteine gegeben. Oje. Das ist nicht unbedingt mein Highlight mit dem Ding. Im Flug umentscheiden ist, glaube ich, nicht so geschickt. Standbild, echt? Also, zumindest bei mir bewegt es im OBS. Bei dir ist Standbild. Ansonsten, ich habe gestern auch jemanden... Shit. Gestern auch jemanden gesagt, der Probleme hat beim Stream und da hat ein Reload geholfen. Dasselbe nochmal, wieso? Wieso dasselbe nochmal? Ah, das ist... gerade noch. Jetzt. Nein, ihr schießt mich nicht ab. TNT. Nur der Sound wird aufgenommen, das Bild wird mit einem Bild genommen und geladen. Echt? Aha. Okay, ich beende mal nur kurz das Labor und schaue es mir gleich an. Auf jeden Fall danke für den Hinweis. Das ist ja beschissen. Aber das Level ist, glaube ich, eh zu Ende. Also gleich zu Ende. Dann schauen wir das gleich an. Ja, ich habe gestern eine Aufnahme gehabt und da steht heute sogar noch, dass der Broadcast doch immer rennt, obwohl ich ihn gestern beendet habe und auch die Software ihn als beendet angezeigt hat. Und wenn man den gestrigen Stream nämlich anwirft, dann steht auch nur 12 Stunden, solange wie er halt eben gedauert hat. Ja, vielleicht ist
Twitch irgendwie gerade blam blam. Wow, 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 wow. Oh, fuck. Warte, jetzt muss ich mal schauen. Ohne den Edelstein, also den grünen, kannst du alle Kisten vergessen, aber weiß, wohin sie ist. Du, mir ist eigentlich bei Crash eher, also auch schon in der Vergangenheit, weil mir ist das Spiel irgendwann einmal zu schwer. Und meine Reaktionen sind nicht mehr so, wie es früher mal waren. Eigentlich eher der Spielspaß, also dass ich die Level mache, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich unbedingt alles auf 100% machen muss. Das heißt, wenn ich irgendwo Edelsteine oder was vergiss, dann ja, ist halt so. Früher war es halt so, wenn man nicht alle Edelsteine hatte, dann konnte man das Spiel auch nicht beenden. Wenn dem so ist, dann würde ich anfangen zum Grinden und schauen, wo habe ich was vergessen. Aber jetzt mal würde ich tatsächlich einfach nur mal so ein bisschen zocken, weil ich halt gerade Lust drauf habe. Also, wenn du aber dann weißt oder doch siehst, was ich mache, dann steht da der... Dann steht da der Stream gar nicht, oder? Oder verstehe ich gerade irgendwas nicht? Komm, Kollege, fahr in die Mine rein. Knapp, 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 knapp. So, den einmal kurz weglocken, dass man der nicht im Sack geht. Ah, shit. Ja, noch geht's. Ah, endlich. Rote gibt's auch. Also von grünen weiß ich, von damaligen violetten. Ich weiß gar ehrlich gesagt nicht, wie viel es da gibt. Aber ich bin über die silbernen noch gar nicht hinausgekommen. Ach du Kacke. Luise. Luise, du blöde Blunzen. Hä? Moment. Muss ich noch gegen Luisa kämpfen und dann schaue ich mal das gleich wegen einem Stream an. Ah, so geht das, okay. Das ist schon recht... Fuck. Tight. Komm, jetzt haben wir es gleich. Jetzt weiß ich zumindest, wie das schon funktioniert mit den Fangarmen. Thank you.
Oh oh, drei Fangarme. Komm, 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 komm. Ja, nice. Luise ist Geschichte. Alter Schwede, ich habe 25. Ah, jetzt habe ich die Kiste. Oh, dumm. Jetzt habe ich gerade den Dingsbums halt. Naja, die Nitro nicht aktiviert. Okay, jetzt habe ich das Spiel beendet. das Spiel habe ich nicht beendet, sondern das Level. Was schreibst du noch? Nur Sounds höre ich und manchmal kommt ein anderes Bild. Das bleibt dann etwas und dann kommt das. Warte, ich schau mal kurz bei mir, weil ich habe das am Handy auch. Wie komme ich denn zum Bild? Bin ich schon ganz blöd. Aber gut, warte mal. Ich glaube, das könnte an den Settings liegen. Wie komme ich denn ins Menü jetzt? So. Optionen. Video. Kamera bei V-Sync ist an. Erweiterte Grafik. Insane. Vielleicht ist das das Problem. Sagen wir mal speichern. Zurück. Siehst du jetzt mehr? Also ich bin jetzt halt im Menü. Aber eigentlich müsste das weiterdrücken, was ich da mache im Menü, mindestens genauso stocken wie alles andere, wenn es jetzt nicht besser ist. Ansonsten kann ich vielleicht noch vom Vollbild rausgehen. Möglicherweise, dass das ein Problem ist. Fenstermodus Vollbild, genau, das könnte ich noch ändern. Es gibt 5 Edelsteine, gut zu wissen. Ich habe bis jetzt eigentlich nur die silbernen gefunden, die grünen noch gar nicht. Beziehungsweise, warte mal, ich kann ja. Ich kann ja auf meinen eigenen Streaming-Laptop den Stream anwerfen, das geht ja auch. Okay, das wird gerade ein bisschen kompliziert. Bin schon ganz blöd, wie kann man denn am Handy? Ist noch nicht besser. Ja, das ist aber blöd. Ja, okay, warte, dann mache ich mal Fenstermodus aus. Vollbild im Fenstermodus. Was haben wir noch? Nur Fenster. V-Sync an, Bewegungsschärfe an. Okay. Möchte. Nein, ich will speichern. Achso, Einstellungen speichern. Ah, ich habe auch vorher die Einstellung nicht gespeichert. Das könnte auch ein Problem gewesen sein. Naja, ich meine, ich habe im OBS keine Frame Drops, also im Stream ist relativ. Wenn ich keine Frame Drops habe, dann ist zumindest mal die Übertragung ins Internet ganz okay. Kann natürlich auch am Twitch liegen, weil die haben ja auch immer wieder Probleme. Und vielleicht ist es gerade bei mir irgendwie ein Lag oder so. Aber kannst du mal sagen, wie es jetzt ausschaut? Also jetzt gerade mit der Menüsteuerung sollte es eigentlich flüssig rauf runter gehen, wenn ich das so auswähle. Und wenn es jetzt auch nicht geht, dann weiß ich ja nicht, was ich noch einstellen könnte. Was halt blöd ist, weil eigentlich würde ich schon ganz gern, dass der Stream flüssig rennt. Oder ich würde halt das Spiel wechseln, weil das soll jetzt eigentlich auch nicht sein, dass das halt so. Wie komme ich denn am Handy auf meinen eigenen, also meinen Kanal? Ah, okay. Jetzt habe ich mein eigenes Bild, passt. Ich will keinen Sound. Warte mal, mach mal.
Ja, du hast recht. Es überträgt sich auch nicht bei mir aufs Handy. Ach, ist das bescheuert. Was ist mit dem Spiel? Ja, ich sehe es, nichts verändert. Am Handy hat sich auch nichts verändert. Das finde ich ehrlich gesagt schade. Weil, ich meine, ich kann nicht viel einstellen. Ich kann das V-Sync ausschalten, dass es daran liegt. Die erweiterte Grafik habe ich schon runtergedreht auf nur hoch. Mal speichern. So, ich vergleiche jetzt noch mal kurz und wie gesagt, wenn es jetzt nicht geht, dann wechsle ich das Spiel, weil das kann so überhaupt nichts. Zack. Mein Stream, mein Kanal. So, probier's mal. Ne, es liegt ums. Ich mache Folgendes: Ich starte mal den Stream neu. Vielleicht hilft dir das schon. Das heißt, du fliegst leider raus. Aber vielleicht kannst du mal. Also, ich starte ihn jetzt mal kurz neu. Und